Hi Leute, hier ist Jake und ich begrüße insbesondere alle Freunde der alten Solinger Messer. Ich habe hier wieder mal einen kleinen Höhepunkt für euch. Es sitzt aber auch in einer besonderen Art von Custom-Scheide, einer Art der Great Plains Indians, oder Great Plain Indians, glaube ich, heißen sie. Die nordamerikanischen Indianer machten so eine Art von Scheiden. Und demnach empfunden ist diese Trapper-Scheide passend zum Original Trapper Knife. Handmade in Solingen, Germany, von Otello Solingen bzw. Anton Wingen Junior Solingen, Germany. Dieses Trapper Knife ist wohl entstanden mit der Idee, das Original Bowie Knife fortzusetzen. Und dann hat man gesagt, dann nehmen wir noch das Original Trapper Knife dazu. Hier in der Skinner Version, es gab auch eine Version mit gerader Klinge. Und anderem Griffmaterial, muss ich sagen. Der Griff selber, diese Griffgeometrie war immer gleich. Immer mit Fingermulden, mit diesem stark gebogenen Knaufbereich und dem leichten Guardbereich für den Zeigefinger. Oben war es immer frei und mit Daumenrampe. Ich sag mal gerade die Daten vom Messer. Das ist 24 cm lang. Hat eine 12,5 cm lange, wobei ich hier vom rechten Winkel ausgehe, gemessen, und 4,7 mm starke Klinge. Die Schneide ist durch diesen stark gebogenen Bereich natürlich deutlich länger, 13,3 cm, hat ein ganz schmales Ricasso, Flachschliff. Rückenbereich ist nicht geschärft, könnte man aber leicht machen und damit das Messer auch als Aufbrechmesser nutzen. Also für die Jagd wirklich gut geeignet. Der Griffbereich sitzt auch sehr, sehr gut. Für meine kleinen Hände fast ideal. Mittelgroße Hände, denke ich, passen auch noch gut hin. Nur für Pranken ist dieses Messer weniger geeignet. Aber es ist fast zu schön zum Gebrauchen und eher ein Sammlerstück geworden inzwischen. Und dazu passt natürlich dann auch die Scheide. Ich glaube, das Gewicht hatte ich jetzt vergessen. Das wiegt 215 Gramm, ist also kein so schweres Messer. Obwohl es eine Vollintegralversion ist. Knauf, Guard, Klinge, alles aus einem Stück Stahl in Solingen hergestellt. Hier in einer rostfreien Version. Es gab natürlich verschiedene Versionen von diesem Messer, auch mit Kohlenstoffstahl, mit aufgenieteten Backen, nur mit Holzgriffschalen, nur mit Hirschhorngriffschalen und so weiter. Also verschiedene Arten, die wurden von dem Herrn Goodman auch nach Amerika importiert und von Otello Anton Wingen hier in Solingen produziert. Ja, genug zum Messer. Ich komme jetzt nochmal zu dieser sehr schönen Scheide mit toll gestalteter Punzierung, hervorragenden Verschnitt, sauberen Nähten.
Das war schon ein kleiner Meister, beziehungsweise größerer Handwerksmeister und kleiner Künstler, der das gemacht hat. Und zwar wirklich schön passend, denn das Messer sitzt hier hervorragend, ohne zu klemmen, aber da wackelt kaum was und es sitzt gut und lässt sich trotzdem einigermaßen leicht wieder herausziehen. Ja, das war's wieder mal. Das Original Trapper Knife. Schönes Messer aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Irgendwann wurden die Messer dann ersetzt durch neuere. Ich zeige nochmal gerade als Vergleich einen anderen Scanner dazu. Kodiak Hunter von Case, eine USA-Version, da habe ich auch schon mal ein Video zu gedreht. Man kann erkennen, die Schneide bzw. die Klinge ist schon ähnlich gestaltet, auch von der Dimension nicht so viel anders, aber der Griff beim Kodiak Hunter ist deutlich voluminöser und mehr für große Hände geeignet. Okay, das war's wieder mal. Bis demnächst. Euer Jake. Ciao.